Mein Name ist Markus Schubert, ich bin 47 Jahre alt und seit 31 Jahren im Polizeidienst vom Freistaat Sachsen. Seit ein paar Jahren bin ich im Polizeirevier Werdau als Leiter eingesetzt und habe dahingehend einen Betreuungsbereich von rund 460 Quadratkilometern. Und unser Revierbereich ist zuständig für etwa 100.000 Einwohner. Dazu gehört natürlich ein großes Straßennetz und Verkehrssicherheitsarbeit, genau wie Präventionsarbeit im Rahmen von kriminalpolizeilicher Arbeit. Das ist ein großer und herausragender Schwerpunkt bei der Tätigkeit. Und darum geht es mir heute. Also im Bereich vom Polizeirevier Werdau waren im Jahr 2022 rund 1750 Verkehrsunfälle passiert, mit an der Stelle ca. 340 Verletzte. Und der Verkehrssicherheitsarbeit und den Kollegen im Streifendienst ist es zu verdanken, im Rahmen von Verkehrskontrollen und auch Sensibilisierung für die polizeiliche Arbeit. Also meine Good News für Sachsen sind, dass im Bereich vom Polizeirevier Werdau die Verletztenzahlen im vergangenen Jahr um 8,5% reduziert werden konnten. Also wie wir alle ja wissen und jeder Verkehrsteilnehmer ja natürlich dann auch regelmäßig damit konfrontiert wird, werden ja unterschiedlichste Kontrollen durchgeführt. Also Geschwindigkeitskontrollen ist ja das, was auch sehr präsent ist. Und ich möchte einfach mal den Statement dafür geben, dass wir als Polizei nicht immer nur dort blitzen, wo der Bürger das erwartet, sondern manchmal einfach auch, weil es dort notwendig ist. Also wir befinden uns jetzt hier an der S290 zwischen Denkritz und Krimmitschau. Das ist eine Unfallhäufungsstelle. Hier sind regelmäßig und viele schwere Verkehrsunfälle passiert, sodass man sagen kann, in den Jahren 2020 bis 2022 sind hier durchschnittlich an dieser Strecke 40 Verkehrsunfälle mit etwa 20 Verletzten passiert. Ganz konkret ist es beispielsweise im Jahr 2022 mit 19 Verletzten gewesen und 41 Verkehrsunfälle. Und das konnten meine Kollegen, die im Streifendienst genau an dieser Stelle, wo wir uns jetzt befinden, letztes Jahr 60 Kontrollstunden Verkehrskontrollen durchgeführt haben, damit rund 600 Verkehrsteilnehmer angehalten haben, die jetzt nicht verwarnt wurden, sondern insbesondere dahingehend sensibilisiert wurden, dass hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung dafür da ist, dass die Leute sicher nach Hause kommen. Und das hatte zur Folge, dass im vergangenen Jahr erstmals ein historischer Tiefstwert hier erreicht werden konnte. Wir hatten hier dann 30 Verkehrsunfälle, also einen Rückgang um ein Viertel. Und von den verletzten Zahlen ist ein Rückgang auf 9 Verletzte zu verzeichnen gewesen. Natürlich ist uns allen bewusst, dass 9 Verletzte nach wie vor 9 Verletzte zu viel sind. Bedauerlicherweise ist allerdings die Einflussnahme von uns wirklich hier begrenzt. Die Geschwindigkeit, die angeordnet ist, ist 50. Wenn man sich in dem Bereich an die Geschwindigkeit hält, kommt man hier auch durch die Kurve gut durch. Gelingt leider nicht jedem und immer. Von der Seite her gesehen, in diesem Jahr ist nochmal ein weiterer Rückgang an der Stelle zu verzeichnen gewesen. Wir haben aktuell bis Ende Mai hier 2 Verletzte, wobei leider ein Verkehrsteilnehmer aufgrund von der Verletzung verstorben ist. Ein 68-Jähriger im Februar hier unmittelbar hinter mir an der Kurve von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und konnte dann halt das nicht überleben. Ich will gerne erreichen, dass die Bürger ein Stückchen weit auch wieder sich besinnen. Verkehrssicherheit, Arbeit betrifft uns alle. Wir alle sind Verkehrsteilnehmer. Wir alle sind immer im Straßenverkehr dabei, ob als Fahrer oder Beifahrer. Und wir haben alle hochmotorisierte Fahrzeuge. Und was mir fehlt und was uns extrem helfen würde, an der Stelle dafür zu sorgen, dass wir auch wirklich die Leute sicher nach Hause bringen können, ist, dass man auch mal wieder ein Stück zurückgeht. Also dass man vielleicht bei einer Ampel, die auf Gelb schaltet, doch mal bremst und nicht Gas gibt. Dass man die Geschwindigkeitsbegrenzungen einfach mal ernst nimmt und vielleicht auch dahingehend den Abstand einhält. Wir sind alle an der Stelle nicht in der Lage abzuschätzen, welche Folgen der Verkehrsunfall hat. Wir beteiligen uns selbst als aktive Verkehrsteilnehmer damit. Die Entscheidung, vielleicht das ein oder andere Mal anders zu reagieren, kann Leben retten, kann uns alle retten. Und letzten Endes ist jeder, der an Straßenverkehr teilnimmt, dankbar, wenn man dann am Ende des Tages sicher und wohlbehütet zu Hause ankommt. Das ist unsere Aufgabe als Polizei, als ein Teil des Ganzen. Und wir brauchen aber dafür die Unterstützung und auch das Verständnis der Polizei und nicht immer nur die negativen Informationen im Radio, dass wieder geblitzt wird. Wissen wir selber, dass das notwendig ist, aber ja, die Sensibilisierung wäre mein Anliegen. Also Hoffnung gibt mir in dem Zusammenhang, dass wir ja selbst für unser Handeln verantwortlich sind und damit auch jeder Einzelne ein kleines Stückchen dazu beitragen kann, dass die Verkehrssicherheit erhalten wird und dass wir natürlich ein Stückchen weit immer dafür Sorge tragen, dass wir auch alle wieder versuchen können, heil anzukommen. Das beginnt im Kleinen, das beginnt dabei, dass man vielleicht das Fahrzeug nicht dorthin stellt, wo man kurze Wege hat, sondern vielleicht mal um die Kurve rumfährt, dass das andere Fahrzeug ohne Sichtbehinderung langfahren kann. Und natürlich ist es so, wie bei vielen Sachen,
Der Erfolg ist nicht messbar. Wir haben an der Stelle die Verkehrsunfälle, die nicht passiert sind, die Verkehrsteilnehmer, die nicht verletzt sind. Das ist der Erfolg, an dem wir als Polizei arbeiten. Allerdings ist das natürlich etwas, was man nicht messen kann oder was sehr schwierig ist, dann auch darzustellen. Etwas mehr Gelassenheit. Wir sind alle in der Zeit, wo wir wirklich von A bis Z, von früh bis spät abends auf Tour sind. Wir versuchen immer das Beste zu geben und die Zeit der Besinnlichkeit und einfach mal zurückzukommen, die fehlt mir und ich hoffe und wünsche uns allen, dass wir einfach dafür auch mehr Zeit haben und dass wir uns auch die Zeit mal dafür nehmen.